Man hört sich was an und denkt, wow, oder nicht. Und in diesem Fall mit Keno, es ist ja nochmal ein so ein Wow-Effekt. 2004, als wir mit Jazz Baltica angefangen haben, das als Partner-Hauptsponsor zu fördern, waren wir von Anfang an begeistert, dass auch junge Künstler auftreten konnten. Und dazu passt diese Nachwuchsförderung im Sinne einer Zukunftsgestaltung optimal. Und deswegen fühlen wir uns sehr wohl, den IBSA Jazz Award ausloben zu können, weil wir damit ein Stück Zukunft des Landes gestalten und unser Land noch zukunftsfähiger und liebenswerter machen. Thank you.
herzlich willkommen auch von mir. Ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich sage, dass wir uns sehr, sehr, sehr freuen, bei dieser ganz besonderen Jazz Baltica-Version heute mit dabei zu sein. Herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal an das ganze Team hier und an Nils natürlich, die das hier auf die Beine gestellt haben. Wir haben das Set eröffnet mit einem Stück von mir, das trägt den Titel Du und ich. Und es geht weiter mit einem Stück, das auch in den letzten Wochen entstanden ist, wo wir ja alle ganz viele Sachen vermisst haben und ich glaube vor allem vermisst haben, bestimmte Leute zu treffen. Und es fühlte sich so ein bisschen an, als ob alles auf Pause gesetzt wäre. Und deswegen heißt das nächste Stück Hearts on Hold.
Das nächste Stück wird ein Stück von mir sein, und zwar, es hat den Titel Emma Sings. Und es gibt auch eine Geschichte dahinter. Ich war mit meiner Familie im Urlaub und es war ein kleines Kind dabei, genau genommen eigentlich ein Baby. Und sie heißt immer noch, ist ein bisschen größer mittlerweile, aber Emma. Und ich bin irgendwann morgens aufgewacht und habe mitbekommen, so im Halbschlaf, dass irgendwie irgendwas los ist und habe gehört, okay, da war die kleine Emma und sie hat versucht zu singen oder nicht mal versucht, sie hat einfach Musik gemacht. Und sie hat natürlich keine Töne verstanden, keinen Rhythmus, keinen Kontext von Musik, aber es war einfach so schön zu hören, wie sie sich ausgedrückt hat und irgendwie ja, Musik machen konnte, ohne irgendwas zu wissen. Und das ist ein bisschen der Hintergedanke bei diesem Stück. Thank you.
Auch ich freue mich riesig, dass wir hier heute spielen dürfen auf dem sehr besonderen Jazz Baltica 2020. Und als nächstes spielen wir ein Stück von mir, das jetzt auch gerade ganz neu erschienen ist auf meiner neuen Platte New Legend. Und das Stück heißt Still on the Mow, der Hahn ist tot. Thank you.
Ja, das war ja Schäfchenwolke bei Fabia und sie sagt sicher was dazu, bevor das weitergeht oder danach, wer weiß. Auf jeden Fall fand ich das ein sehr schöner Titel und ein sehr schönes Stück, genau wie die anderen. Und ja, wir sind ja immer noch bei Jazz Baltica 2020 hier in Timmendorfer Strand. Und wir sind ja sehr, sehr, sehr froh und glücklich, dass wir bei ZDF Kultur Musik machen dürfen und dass wir euch dadurch auch treffen können, auch wenn nicht persönlich, aber persönlich trotzdem, weil wir sind ja alle Künstler und Künstlerinnen, die gerne persönlich was ausdrücken wollen. Und das tun wir auch hier. Und ja, so sieht's aus eigentlich. Und ich würde sagen, wir machen weiter und jetzt habe ich vergessen, was wir spielen. Genau, Kino. Er wird was ganz alleine spielen. Thank you.
Ich muss sagen, dass das war wirklich schön, Keno. Der diesjährige Jazz Award-Preisträger von Jazz Baltica und ja, der wird dann nächstes Jahr sein Preisträgerkonzert spielen dürfen können. Und wir spielen weiter mit mehr Musik und jetzt haben wir ein Stück, glaube ich, von die Eva Kruse Lilliquist, die auf einer Insel außer Göteborg wohnt. Und da braucht man ja Lifesavers ab und zu. Und das hier ist Lifesaving Day.
Ich habe die Ehre, unser letztes Stück ansagen zu dürfen. Aber bevor ich kurz was dazu erzähle, möchte ich noch einmal diese wundervolle Band vorstellen. Ganz, ganz tolle Menschen, großartige Musiker und ja, es war einfach wundervoll, zusammenzuspielen. Am Schlagzeug Eva Klesse, an der Posaune Nils Landgren, am Kontrabass Eva Kruse und am Klavier Keno Harryhausen. Und ich bin Fabia Manfel und habe auch das letzte Stück mitgebracht. Und dieses Stück handelt eigentlich von einem Moment oder einem Tag, den wir, glaube ich, alle schon mal erlebt haben. Nämlich ein Tag, an dem so alles schief geht, was man sich vorstellen kann. Und man nimmt sich immer so viele schöne Sachen vor und alles kommt anders, als man das geplant hat. Und zu Ehren eines solchen Tages habe ich dieses Stück geschrieben. Und es trägt auch einen sehr, sehr crazy Titel. Und zwar Pugic.
Pujek. Aber wir haben noch ein paar Minuten. Sollen wir noch einmal von, wir können ja eigentlich von da, wo das Piano-Solo steht, spielen und der Pianist spielt da. Und dann haben wir ein schönes Abschluss, oder? Und wir geben Vollgas, oder? Sagen wir Vollgas? Ja. Das war es für uns heute Nachmittag. Und ja, wie Fabia so schön schon gesagt, danke an die fantastischen Musiker, die hier gespielt haben, die sich zum ersten Mal getroffen haben. Das ist ein extra Applaus im Sofa zu Hause wert. Und ja, wir spielen ja weiter um 6 Uhr. Mit Ida San, Magnus Lindgren, Wolfgang Hafner, Lars Danielsson. Und damit ist es denn für heute zu Ende. Aber wir haben, nochmal sage ich das, heute gehört Kino Harryhausen, Fabian Mantwil, Eva Kruse und Eva Klesse. Mein Name ist Nils Lindgren und wir sehen uns bald wieder bei Jazz Baltica 2020 in Timmendorf. Bis bald.